Salam alaikum, liebe Brüder und Schwestern, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Im fünften Buch Moses, Kapitel 13, folgende: Lässt Gott verkünden, dass er die Menschen prüfen wird, ob sie ihn lieben. Und er spricht das auserwählte Volk, die Juden, an und kündigt an, dass sie geprüft werden, ob sie Gott lieben. Und dabei geht es um ein Kriterium: Wenn auch Propheten kommen werden, die Wunder vollbringen oder dessen Wort sich sogar erfüllt, die aber dann sagen, komm, lasst uns andere Götter folgen, dann sollen die Juden so einem nicht folgen, der ihnen andere Götter predigt. Betonung liegt auf Götter. Warum? Das ist ganz einfach. Das erste Gebot besagt, es gibt nur einen Gott. Das heißt, alleine nur das Wort Götter ist ein Verstoß gegen das erste Gebot. Nun kündigt Gott an im fünften Buch, Moses Kapitel 13, dass er prüfen wird. Wir Muslime wissen, dass es bei dieser Prüfung immer darum geht, uns selber fortzuführen, was in unserem Herzen ist. Das heißt, die Taten beweisen tatsächlich, was in unserem Herzen ist. Viele Menschen sagen, ich bin ein guter Mensch. Und wenn sie plötzlich in eine Situation kommen, wo sie ausrasten und ungerecht werden, dann kann es schon sein, dass sie später sagen, ich habe mich selber nicht wiedererkannt. Ich war total außer Rand und Band. Ich hätte nie gedacht, dass ich das so knallhart durchziehe. Ich hätte nie gedacht, dass ich so kaltblütig bin. Ich hätte nie gedacht, dass ich so fies sein kann. Die Sprüche kennt jeder. Der Mensch täuscht sich und glaubt, sich selber zu kennen, aber nur durch die Handlung und durch die Tat wissen wir wirklich, wer wir sind. Und Gott stellt uns diese Prüfungen, damit offenbar wird, was in unserem Herzen ist, und wir Zeuge darüber werden. Deswegen beten die Christen, aber denken darüber nicht nach. Führe uns nicht in Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Adam und Eva, sie wurden in Versuchung geführt. Aber warum? Weil ihnen wurde zuvor ein Gesetz mitgeteilt. Ihnen wurde gesagt, von diesem Baum dürfen sie nicht essen. Ihnen gehöre der ganze Garten. Und von allen Bäumen in dem Garten können sie sich ernähren. Aber nur nicht von diesem Baum. Das ist das Gesetz. Und ihnen wird das mitgeteilt. Und sie haben sich daran gehalten. Sie haben nicht von diesem Baum gegessen. Was aber geschah dann? Der Teufel führte sie in Versuchung. Durch Versprechen. Das Versprechen lautet: Wenn du von diesem Baum isst, dann geschieht etwas Besonderes. Weisheit. Etwas Wunderschönes. Die Versuchung ist, diesem Versprechen zu erliegen und den versprochenen Gehorsam zu dem erteilten Gesetz gegenüber Gott zu verlassen. Das ist die Versuchung, zu prüfen. Adam und Eva hätten diese Prüfung bestehen können, wenn sie dem Teufel gesagt hätten, nein, nein, egal was du uns versprichst, wir dürfen nicht von diesem Baum essen. Wir gehorchen und wir vertrauen auf Gott. Was er uns gegeben hat, ist besser. Und er weiß es besser als dein leeres Versprechen. So hätte eine Antwort aussehen können. Aber wir alle Menschen wissen, dass wir alle
der Versuchung nicht widerstehen können. Deswegen, die Christen beten, führe uns nicht in Versuchung, weil die Versuchung ist etwas, was der Mensch nicht widerstehen kann. Es sei denn, er kehrt sich zu Gott und bittet Gott um Rechtleitung und um Führung. Das heißt, Kraft des Gebetes, erbitten wir uns die Führung und wir erbitten uns, dass er uns nicht in Versuchung führen möge, weil wir dieser erliegen. Und was geschieht dann? Wir sündigen. Wir kommen zurück auf 5. Buch Moses Kapitel 13. Gott verspricht, er wird prüfen. Er wird in Versuchung führen. Das wichtigste Gebot ist das erste Gebot. Es gibt nur einen Gott und du sollst keine Nebengötter verehren. Christen haben dieses Wort vergessen. Sie haben es vergessen. So wie Adam und Eva vergessen haben, dass sie nicht von diesem Baum essen dürfen. Ganz gleich, was der Teufel verspricht. Gottes Gebot zu befolgen ist wichtiger, um der Versuchung nicht zu erliegen. Wir haben also das erste Gebot. Es gibt nur einen Gott und man darf keine Nebengötter verehren. Das ist das Gebot, das ist das Gesetz. Ganz gleich, was dir versprochen wird, ganz gleich, was dir ausgelegt oder erklärt wird, du darfst dieses Gesetz nicht verlassen. Du darfst es nicht verlassen, so wie Adam und Eva es nicht hätten verlassen dürfen, dass es verboten ist, von diesem Baum zu essen. Ganz gleich, was der Teufel verspricht. Ganz gleich, was sein Gerede angeht. Ganz gleich, wie sehr er versucht zu verwirren, um doch den Menschen dazu zu bringen, Gottes Gesetz zu verlassen. Schauen wir uns die Christen an. Frage einen Christen, kennst du das erste Gebot? Er wird sagen, natürlich kennt er das erste Gebot. Und dieses erste Gebot wiederholt Jesus ausdrücklich. Höre, o Israel, das höchste, das allerhöchste Gebot, Gott alleine ehren und Gott alleine lieben, mit allen Sinnen. Das ist die Bekräftigung des ersten Gebotes, Gott alleine, das heißt, keinen weiteren Gott, so wie es zum Beispiel in Jesaja mehrfach hintereinander steht, kein Gott neben mir. Dieses Gebot ist sehr wichtig, sonst würde es nicht so oft wiederholt und es steht an erster Stelle. Der Mensch hat die Gebote bekommen und was lesen wir im Buch Moses? Eine gewaltige Warnung. Wer nicht bei dem Gesetz bleibt, der ist verflucht. Das heißt, der Mensch wird ermahnt, bei diesem Gesetz zu bleiben. Und wer nicht darin bleibt, der ist verflucht. Nun schauen wir uns die Entwicklung der Christen an. Sie wissen genau, das erste Gebot darf nicht übertreten werden. Wenn man es übertritt, dann geht es in die Hölle, unweigerlich. Jesus macht dies sehr, sehr, sehr klar in der Bergpredigt. Diejenigen, die in seinem Namen handeln und ihn somit zum Gott machen, die verflucht er. Weichet von mir, ihr Übeltäter, ab in die Hölle. Er wird also Zeugen. Zeugen, dass es tatsächlich so ist. Die Menschen, die zu ihm kommen, an jenem Tag, am Tag des Gerichtes, sie werden sagen, haben wir nicht in deinem Namen Wunder vollbracht. Das heißt, da sind Wundertaten geschehen. Jesus sagt zu ihnen nicht, weichet von mir, ihr Heuchler.
Er sagt ihnen nicht, dass sie lügen, sondern diese Taten sind wirklich geschehen. Diese Wunder sind wirklich geschehen. Und wenn sie doch im Namen Jesu diese Wunder vollbracht haben und mit dieser Kenntnis zu ihm kommen aus ihrem Leben, dass es doch so gewesen ist, dann ist überhaupt kein Zweifel daran, dass Jesus diejenigen kennen müsste, weil er ja dann die Wunder gewirkt hat und weiß, dass die Menschen ihn gerufen haben und er dann die Wunder vollbracht hat. Seine Antwort ist aber: Ich habe euch noch nie gekannt. Das heißt, der Verstoß liegt darin, dass sie ihn angerufen haben, aber er kann gar nichts von sich aus tun. Denn es ist Gott, der die Wunder vollbringt, nicht Jesus. Und das macht die Sprechenden zu Übeltätern, dass sie die Taten im Namen Jesu gemacht haben. Aber nun kommen wir zurück. Du sollst keine Nebengötter verehren. Dies ist eine Medizin für den richtigen Glauben. Das heißt, Gott führt in Versuchung. Nun muss der Christ überlegen: Ich habe das Gebot, dass ich keinen Nebengott verehren kann und darf. Und wenn ich es tue, dann bin ich verflucht. Und nun, wo stehen Sie? Sie haben einen Gott, Sie haben einen Sohn Gott und Sie haben einen Heiligen Geist. Und das Problem ist nun, jetzt kommt die Verführung. Jeder Christ müsste sagen: Achtung, ich verstoße gegen das erste Gebot. Ich bin nicht mehr bei der Wahrheit. Ich kann es nicht verleugnen. Da ist Gott und da ist ein Nebengott. Aber der Satan ist listig und hat den Menschen dann eingetrichtert: Ihr verstoßt nicht gegen das erste Gebot, denn alle diese drei sind doch eins. Alle diese drei sind doch eins. Und damit verstoßen sie sehr wohl gegen das erste Gebot, weil sie nicht Gott alleine ehren und auch nicht Gott alleine nennen und trotzdem sich haben einreden lassen, dass es das Richtige ist. So wie Adam und Eva eingeredet wurde: Esst von diesem Baum. Obwohl sie wussten von Gott, dass dies verboten ist, sagte der Teufel ihnen: Das ist das Richtige, das ist das Bessere, sie sollen das tun, obwohl es ein eindeutiger Verstoß ist. Adam und Eva hätten nicht argumentieren können: Das Essen von dem Baum ist gleichzusetzen, das Gesetz Gottes zu befolgen. Es ist ein Verstoß. Es geht nicht, sie können nicht sagen: Wenn wir von diesem Baum essen, befolgen wir trotzdem Gottes Gebot. Nein, es ist ein Übertreten. Aber genau so sind die Früchte der Christen, die der Verführung erlegen sind. Und wie? Durch die fadenscheinige Liebe. Durch die fadenscheinige Liebe, die der Teufel ihnen eingeredet hat. Dass sie sagen, sie lieben Jesus. Sie sagen es nur mit dem Mund, als Lippenbekenntnis, aber sein Wort befolgen sie nicht. Jesus, der sagt: Was nennst du mich gut? Gut ist doch nur Gott allein. Alleine nur in dieser Antwort erinnert Jesus an das erste Gebot. Was soll diese Lobpreisung mir gegenüber? Ich will keine Lobpreisung. Denkt daran, doch nur Gott allein. Wir erkennen jetzt eins: Allein wird nochmal genau erklärt. Wenn Jesus doch gleich Gott wäre, dann wäre die Anrede mit Gut nicht zu verwerfen, wenn beide Instanzen gleich sind, Jesus und Gott. Aber Jesus erinnert an das Allein. Allein bedeutet Gott allein und keinen einzigen Nebengott verehren. Christen tun dies. Sie haben den einen Gott in ihrem Sinn und den Sohn Gottes. Das sind zwei Instanzen. Sie sind dann aber so weit gegangen, dass sie gesagt haben: Beide sind doch eins. Aber Jesus nimmt ihnen diese Ausrede. Nimmt ihnen diese Ausrede, sodass der Widerspruch von ihrem Verhalten noch deutlicher wird,
dass sie Gottes Gesetz übertreten, indem Jesus sagt, der Vater, Gott, ist größer als ich. Also sind sie nicht gleich. Wenn Jesus sagt, Gott ist größer als ich, dann müssten bei den Christen die Alarmsirenen klingeln. Dann müssten sie wissen, dann ist Jesus ja in diesem Verständnis ein Nebengott, so wie sie ihn verehren. Der Sohn Gottes wäre dann ein Nebengott, der kleiner ist als der Hauptgott. Aber nun erinnern sie sich doch hoffentlich an das Gesetz, so wie Adam und Eva sich hätten an das Gesetz erinnern müssen. Hier ist doch die Versuchung. Wir dürfen doch keine Nebengötter verehren. Das ist verboten. Wir begehren das Verbotene. Und wenn Sie das begreifen, verstehen Sie auch, warum Jesus Ihnen prophezeit, an jenem Tag zu sagen, weichet von mir, ihr Übeltäter. Es war eine üble Tat, dass ihr mich angerufen habt und dass ihr in meinem Namen die Taten vollbracht habt, so habt ihr doch einen Nebengott verehrt. Einen Nebengott verehrt. Und aus dieser Situation heraus hat der Teufel ihn eingeredet, dass sie doch einen Gott verehren. Bis zu dem Paradoxon, dass sie immer drei göttliche Persönlichkeiten nennen und auch wirklich drei verschiedene Instanzen verehren, aber lügen und sagen, es alles ist ein Gott. Das heißt, sie lügen, um ihren Verstoß zu kaschieren, aber Gott lässt nichts zu. Gott lässt nichts zu, weil das Gebot ist knallhart und deutlich. Kein Gott neben dem einen Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist macht ganz klar zwei Götter neben dem einen Gott. Noch viel schlimmer, sie sagen, jeder wäre gleichwertig, das sind also drei Götter. Ohne Wenn und Aber verehren Christen drei Götter. Was sie in ihrer Definition machen, deckt sich aber nicht mit dem Gesetz Gottes. Sie können doch nicht selber Gesetze formulieren, wenn Gott ausdrücklich gesagt hat, verehret Gott allein und einen allein. Und so ist es zum Beispiel Jakobus in Jakobusbriefen, der sagt, der eine Einige, das heißt der eine Unteilbare, der eine. Und das ist im Verständnis ganz klar die Wahrheit, die nicht angetastet werden darf. Wenn sie angetastet wird, gehen die Menschen in die Irre. Sie gehen in die Irre, so weit gehend, dass sie begannen, Gott zu definieren. Sie versuchten, Gott zu definieren. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die drei sind eins. Das ewige Zeugnis von Jesus, von ewig her, erfolgt diese Zeugung. Jesus sei gezeugt. Der himmlische Vater, Maria, die Mutter Gottes. Das heißt, sobald man dieses erste Gebot verlässt, geschieht etwas. Der allmächtige Gott in seiner Weisheit hat also dieses Gesetz aufgestellt, weil wenn man dieses übertritt, geschieht etwas. Es passiert etwas. So wie wenn es heißt, du sollst nicht töten. Wenn man es tut, geschieht etwas. Der Mensch stirbt. Der Mensch, der getötet wird, stirbt. Und derjenige, der getötet hat, ist ein Mörder. Ist jemand, der ungerecht handelt, einem anderen das Leben nimmt. Eine ungeheuerliche Tat. Und wenn jemand gegen das erste Gebot verstößt, wird er empfänglich für eine gewaltige Lügenserie, in denen viele, viele Sünden, schwerste Sünden, begangen werden, die alle in die ewige Hölle führen. Schauen wir uns das Christentum an. Sie haben das erste Gebot verlassen. Welche Sünden resultieren daraus? Erstens, sie sind empfänglich für eine gewaltige Lüge, nämlich die Opfertodlüge. In dieser begehen sie den riesengroßen Frevel, dass sie den Messias, den Gesandten Gottes, Jesus, dass sie ihn zu einem Sohn Gottes, das heißt zu einem Nebengott machen, dass sie ihn zu einem Opfer machen und dass sie
die Warnung in der Bibel überlesen, dass jeder steht dort, jeder Mann, also ohne Ausnahme, der am Holz hängt, mit einer Sünde, die des Todes würdig ist. Das heißt, wegen einer Sünde, die des Todes würdig ist, am Holze hängt, dass dieser verflucht ist. Paulus hat dieses genau erkannt. Für die Juden war es so, dass sie meinten, Jesus ist verflucht, weil er eine große Sünde begangen hat, dass er sich zu einem Gesandten Gottes dargestellt hat und sie sagten, er wäre ja ein Betrüger. Und dementsprechend würde er verflucht sein, weil dieses eine Gotteslästerung ist. Sie haben ihn für einen falschen Propheten gehalten. Aus 5. Buch Moses, Kapitel 13. Ein derartiger Prophet, der eine falsche Predigt begeht, ja, der soll sterben. Der soll getötet werden. So haben die Juden Jesus gesehen. Als falschen Propheten. Aber für die Christen ergab sich das Verfluchen in einem anderen Kontext, den nun der Satansdiener Paulus ihnen gebracht hat. Was hat Paulus ihnen konkret gebracht? Er hat diesen Vers auf Jesus bestätigt. Er hat gesagt, wahrlich, Jesus ist zum Fluch geworden. Warum? Weil in der Ideologie von Paulus nimmt Jesus alle Sünden der Menschen auf sich, das ist mehr als eine, und hängt am Holz. Dementsprechend ist er gewaltig verflucht, per Definition aus der Bibel. Und Paulus bestätigt dies. Um aber nunmehr die Bremse normalerweise für jeden denkenden Menschen, der sagt, das kann nicht sein, hier stimmt was nicht, um diese Barriere der Sicherheit den Menschen zu entziehen, ja, denn diese Warnung hat im Zusammenhang mit der Opfertodlüge eine gewaltige Medizin, dass man ihr nicht verfallen kann, weil man sagt, das geht nicht. Jesus ist doch nicht zum Fluch geworden. Hat Paulus als Satansdiener eine gewaltige Konstruktion gesetzt, Jesus ist zum Fluch für uns geworden, um uns von dem Fluch der göttlichen Gesetze zu befreien. Nun sehen wir, wohin das führt. Jesus neben Gott, als Gottes Sohn, und jetzt kommen die gewaltigen Sünden. Erstens, Gottes Sohn ist verflucht für die Menschen, um die Menschen zu befreien von den verfluchten Gesetzen Gottes. Das ist nun eine gewaltige Sünde. Sie nehmen diese aber an und sagen, wir lösen die Gesetze auf. Jetzt kommt eine noch viel gewaltigere Sünde. Nämlich, sie machen sich selber zum Gott, indem sie das, was Gott erlaubt hat, verbieten. Und das, was Gott verboten hat, erlaubt. Was heißt das? Sie formierten eigene Gesetze. Ja? Zum Beispiel die priesterliche Askese, ja? Sexuelle Enthaltsamkeit. Ja? Da wurde Sex verboten den Priestern. Das hat Gott niemals geboten. Damit haben sie verboten, was Gott erlaubt hat. Und in weiterer Instanz haben sie das erlaubt, was Gott verboten hat. Sie essen Schweinefleisch. Das ist verboten. Und Jesus sagt ausdrücklich, ich bin nicht gekommen aufzulösen. Das Gesetz und die Propheten. Nun kommt der Teufel und legt die Christen wieder rein. Das Gesetz und die Propheten, das ist alles nur die Nächstenliebe. Ja, denn Paulus lässt das erste Gebot in seinem Brief aus und sagt, darin erschöpfen sich alle Gesetze, die Nächstenliebe. Warum erwähnt der Satansdiener nicht das erste Gebot? Um zu kaschieren, dass die Christen dieses genau aufgehoben haben, beziehungsweise genau das getan haben, wovor das Gebot warnt. Keine Nebengötter nehmen. Doch, sie haben sich einen Nebengott genommen und sie haben alle Warnungen von Jesus in den Wind geschlagen, der eindeutig sagte, der Vater ist größer als ich. In dem Moment ist kein Platz mehr für Jesus.
als Göttlichkeit. Überhaupt nicht. Hätte Jesus gesagt, der Vater und ich, wir sind von der Größe identisch, oder ich bin Gott, dann hätten die Christen sagen können aus den Worten Jesu, dass es sich um den einen Gott handelt, ja, der Mensch geworden ist. Aber dann gäbe es wieder Probleme, weil wir lesen in der Bibel, Gott wandelt sich nicht. Gott ist kein Mann. Und noch viel schlimmer, die Menschen sollen nicht auf Menschen vertrauen, sondern auf Gott. Wenn Gott sagt, vertraut nicht auf Menschen, sondern auf Gott, dann ist es doch völliger Unsinn, dass Gott sich dann in einen Menschen verwandelt, wenn er zuvor verkünden lässt, vertraut niemals auf Menschen. Natürlich heißt dieses, auf Gott vertrauen, auf die Propheten, auf die Gesandten, die im Auftrag Gottes gesprochen haben. Denn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, ich bin gekommen zu erfüllen. Das heißt, genau das zu befolgen, was zuvor schon war. Wenn Jesus sagt, ich bin gesandt, ändert sich nichts daran, wie es zuvor verstanden wurde, gesandt zu sein. All dieses soll helfen, ja nicht zu verfallen in die große Sünde, das erste Gebot zu übertreten, und alle daraus folgenden Sünden sind gewaltig, so weit gehend, dass sie die Gesetze Gottes vielfach, mehrfach übertreten. Wir sehen also die Früchte. An ihren Früchten könnt ihr sie erkennen, die falschen Propheten. Die Früchte, die wir heute bei den Christen sehen, ist die Frucht der falschen Propheten. Wohin führt die? Gottes Gesetze zu verfluchen, Gottes Gesetze zu übertreten und eben entsprechend sich das zu erlauben, was Gott ausdrücklich verboten hat. Zum Beispiel der Verzehr von Schweinefleisch. Und Jesus sagt noch ganz deutlich, ich bin nicht gekommen aufzulösen, nicht einmal ein Jota. Und damit niemand in die Irre geht oder auch nichts vorbringen kann, später, wenn wir vor Gericht stehen, sagt Jesus, wer auch nur das kleinste Gesetz von dem, was die Propheten gebracht haben, auflöst, ist verloren, ist der geringste im Himmelreich, nur das kleinste. Nun stellt euch mal vor, die Christen haben das erste Gebot aufgelöst. Sie haben tatsächlich das erste Gebot aufgelöst. Sie haben Nebengötter und sie haben mehr als einen Gott, den sie verehren. Was ihre Definition angeht, sie hat nichts mit dem ersten Gebot zu tun. Tatsächlich stellt ihr Glaube einen Verstoß gegen das erste Gebot dar. Warum? Das ist ganz einfach. Es gibt nur einen Gott allein. Sie haben nicht nur einen Gott allein, sie haben eine ganze Geschichte. Sie haben eine ganze Geschichte. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja? Der Sohn ist neben Gott. Ja, und dann sagen sie, der Sohn wäre gar Gott. Ja? Aber nichtsdestotrotz kommen sie nicht nur mit einem Gottesbegriff aus. Sie sind in ihrem Glauben nicht in der Lage, auf einen Gottesbegriff auszukommen. Das geht schon alleine von ihrer ganzen Religionsphilosophie nicht. Weil sie sagen, Gott ist Mensch geworden. Dann teilen sie Gott als einen hilflosen Menschen zum einen und zum anderen als der allmächtige Gott. Jesus, der sagt, ich kann nichts von mir aus tun. Jesus, der betet. Das ist dann deren Gottesbegriff. Und diesen Gottesbegriff haben sie mit in die Definition genommen desjenigen, den sie anbeten, das ganz deutlich macht in ihrer Aussprache, in ihrer Rede, dass sie nicht Gott allein verehren, sondern noch mehr. Im Namen des Vaters, sagt Jesus. Ich bin gekommen im Namen des Vaters. Punkt. Er sagt nicht, ich bin gekommen im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Er sagt, ich bin gekommen im Namen des Vaters. Im Namen Gottes. Aber was machen diejenigen, die Nebengötter verehren? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alleine nur sprachlich macht sich deutlich, dass dort Nebengötter sind. Wie durch eine Aufzählung, eine Enumeration, weil mehrere Elemente involviert sind. Und das Bindeglied und macht deutlich, dass es nicht allein ist. Sobald und sprachlich gegeben ist, können wir nicht mehr sagen allein. Wenn ich sage, ich bin allein, dann bin ich allein.
Wenn ich noch ein Und habe, dann heißt es, da ist noch jemand. Und das macht klar Verstoß gegen das erste Gebot. Du sollst keine Nebengötter neben dem einen Gott verehren. Christen tun dies. Christen erfüllen genau diesen Verstoß. Nun komme ich zum Ausgang dieses Vortrages noch einmal zurück. Gott prüft. Das heißt, wir sehen, auf der einen Seite wurde das Gesetz erteilt über die 10 Gebote und die Gesetze, die die Propheten zusätzlich gebracht haben. Vor allen Dingen das erste Gebot, ganz wichtig. Und zum zweiten, es kommt zu einer Situation, die die Prüfung hervorbringen wird und die Versuchung. Das heißt, es bleibt nicht dabei, einfach nur bei dem Gesetz und dann dem einfachen Befolgen, sondern wenn man weiß, Gott wird prüfen, muss der Mensch seine Augen aufmachen und sagen, wo werde ich geprüft? Wo werde ich geprüft, das erste Gebot einzuhalten? Du kannst doch sagen, ich glaube an einen Gott. Ist das schon die Erfüllung der Prüfung? An ihren Früchten könnt ihr sie erkennen, die Christen haben diese Prüfung nicht bestanden. Sie sind völlig in der Irre und sie merken es nicht. Und wenn nun die Muslime kommen und sie zurückführen wollen auf das erste Gebot, mit den einfachen, klaren, strikten, stringenten Worten La ilaha illallah, was die Wiederholung ist des ersten Gebotes. Es gibt keinen Gott außer dem einen Gott. Es gibt keinen Gott, der anzubeten ist, außer dem einen Gott. So erscheint ihnen dies jetzt befremdlich. Sie sind so in die Irre gegangen, dass sie es gar nicht mehr schaffen, zu begreifen, was die Muslime ihnen eigentlich wollen. Denn wenn jemand wieder zurückkommt auf das erste Gebot, und das ist das Wunder Gottes, gibt es keinen Platz für die Opfertodlüge? Gibt es keinen Platz für den Sohn Gottes? Gibt es keinen Platz für all die Lügen, die aufgebauscht wurden von der christlichen Theologie? Sie sind mit diesem einen Satz, wenn sie wirklich daran glauben, einfach nicht mehr umsetzbar, nicht mehr darstellbar und sie können nicht mehr herhalten. Du kannst nicht sagen, ich glaube wirklich an das erste Gebot und machst dir noch Gedanken, ob Jesus Sohn Gottes ist. Du kannst dir darüber keine Gedanken mehr machen. Du musst es verwerfen. Du musst sagen, es geht nicht. Dafür ist kein Platz. Denn Gott ist allein. Und neben ihm ist kein Gott. Also ist die ganze Geschichte gezeugt, eingeborener Sohn. Ja, all dieses ist eine Lüge. Und der Apostel Johannes warnt ausdrücklich, wer da nicht bekennt, dass Christus, das heißt der Messias, in das Fleisch gekommen ist, das heißt Mensch geworden ist, das ist der Geist des Antichristen. Und jetzt schaut euch an, wenn ihr diese Definition betrachtet. Ihr sagt, Gott ist ins Fleisch gekommen, Gott ist Mensch geworden. Aber der Messias ist nur gekommen. Nur der Messias. Das heißt, Gottes Wort wurde zu Fleisch. Gottes, nicht Gott ist das Wort, sondern das Wort von Gott, der Befehl. So wie der Befehl Erde wurde, so wie der Befehl Sonne wurde. Das ist die Schöpfung, die zum Ausdruck kommt durch das Dasein. Das heißt die Umsetzung von Gottes Befehl in die sichtbare Schöpfung. Und so ist Jesus. Und nur er, der Messias, ist ins Fleisch gekommen. Und wir sagen, als Wort Gottes, als ein Befehl Gottes. Das ist aber jetzt nicht ein exklusiver Titel. Er dient nur dazu, die Natur Jesu genau zu erklären, den Menschen, die in die Irre gegangen sind. So ist die Sonne genauso Wort Gottes. Und jedes Geschöpf ist ein Wort Gottes. Weil es entstanden ist aus dem göttlichen Befehl. Dem Befehl, dass sein Wille in das Dasein kommt, in die Schöpfung kommt. So also ist Jesus ein Geschöpf Gottes. Es ist kein Platz für einen Nebengott. Sonst verlässt man das erste Gebot und erliegt
der Versuchung und beginnt gewaltig zu sündigen, so wie Adam und Eva. In dem Moment, wo sie der Versuchung erliegen sind, dann beginnt die Sünde, der Verstoß. Und Christen begehen den mehrfach. Gewaltig. Es gibt gewaltige Prophezeiungen in der Bibel, die sehr ernst den Christen Anlass geben sollten, nachzudenken, um umzukehren. Es gibt den Hinweis auf ein Volk, das verflucht ist. Erstens hängt es zusammen mit jemandem, der am Holze hängt, wegen einer Sünde, die des Todes würdig ist. Und wir sehen, im Christentum ist genau diese Figur Zentrum ihrer Religion. Eines Mannes, der wegen mehr als nur einer Sünde am Holze hängt. Nach ihrem Glauben. Sie können nicht sagen, er hängt unschuldig am Holz. Nach ihrem Glauben ist dies unmöglich. Sie können nicht sagen, siehe, Jesus hat alle Schuld auf sich genommen und ist dennoch schuldlos. Nein, er ist schuldig, so wie Paulus sagt, derjenige, der die Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, am Holze hängt kein Unschuldiger nach dem Glauben der Christen. Du kannst nicht sagen, er hat alle Schuld auf sich genommen und sagen, er ist unschuldig. Oder er hat alle Sünden auf sich genommen und er ist sündenlos. Nein. In der Religion des Christentums und so wie Paulus es auch lehrt und der eigentliche Begründer des Christentums ist, ist Jesus derjenige, der alles auf sich nimmt und stellvertretend die Strafe für diese Sünden auch auf sich genommen hat, um die Menschen zu erlösen, die daran glauben, dass er zum Fluch geworden ist und dass er zum stellvertretenden Opfer geworden ist für die Menschen, an ihrer Statt für die Sünden zu leiden. Das heißt, im Rahmen dieses Glaubens ist das für Christen gerecht. Es ist gerecht, dass wenn Jesus alle Schuld auf sich genommen hat und alle Sünde auf sich genommen hat, dass er hing. Dann ist es gerecht. Dann ist es völlig gerecht. Dann ist er nämlich mit Schuld beladen und mit Sünde beladen und dann ist es gerecht. Aber der Hinweis aus der Bibel darf nicht vergessen werden. So einer ist verflucht. Und wenn Jesus alle Sünden auf sich genommen hat, dann auch den Mord. Das heißt, da hängt jemand sogar mit der Sünde des Mordes. Und dementsprechend ist er verflucht. Und was sagt Paulus? Jesus ist für uns zum Fluch geworden. Nun müssen Christen konsequent sein. Wenn sie Paulus glauben und sagen, Jesus ist ihm erschienen und er ist ein wahrhafter Apostel und er hat Botschaften bekommen, dann müssen sie annehmen, dass dies die Wahrheit ist, dass Jesus zum Fluch geworden ist. Aber wieder ist dies eine Versuchung. Gott warnt vor dem Fluch. Aber wer der Versuchung erliegt, wird sündigen und er wird dem Fluch folgen, weil er meint, das wäre was Gutes. So hat der Teufel es geschafft, die Christen alle in die Irre zu führen. Sie haben alle Warnungen in den Wind geschlagen und ganz am Ende, als Summenstrich oder unter dem Summenstrich resultiert, sie befolgen gehorsam einen Fluch. Schauen wir uns die Handschrift dieses Fluches an, erkennen wir die Früchte. Neue Rituale, neuer Götzendienst. Wir sehen, der Verstoß gegen das erste Gebot führt wohin? Wieder zum Götzendienst.
das Gott so sehr hasst. Und es gibt noch eine weitere Prophezeiung. Das Holz? Dann, dieses Volk frisst Schweinefleisch und glaubt sich dennoch heilig. Ein gewaltiges Kriterium. Denn Paulus ist derjenige, der eigentliche Begründer des Christentums, der die Jünger Jesu als Heuchler bezeichnet, weil sie die Speisegebote befolgen wollen. Da sehen wir es. Aber Paulus selber lehrt also, dass man die Speisegebote nicht einzuhalten braucht, glaubt sich aber dennoch heilig. Und so ist es mit all den Früchten, die er hervorgebracht hat, die sich als wiedergeborene Christen glauben, die sich tatsächlich als heilig glauben, obwohl sie ein Gesetz nach dem anderen, das Gott in den Schriften deutlich den Menschen über seine Propheten gebracht hat, verstoßen. Und dann gibt es noch eine dritte Prophezeiung und auch die trifft leider auf die Christen zu. Da heißt es, wer nicht beschnitten ist, der ist verflucht, der wird ausgerottet. Brutale Sprache soll heißen, der geht in die Hölle. Nun hat Paulus sich darüber lustig gemacht und gesagt, es kann doch nicht sein, dass alles sich nur an ein Stückchen Vorhaut aufhängt. Ich habe schon mal deutlich gemacht, die Werke zeigen, dass man daran glaubt. Wenn man etwas tut, dann aus dem Herzen, weil man daran glaubt. Du kannst nicht fünfmal am Tag beten und du glaubst nicht daran. Energie kannst du gar nicht aufbringen. Irgendwann verliert sich das und du wirst das Gebet nicht weiter vollziehen, weil das ist für dich ganz einfach wie eine Gymnastikübung, die irgendwann mal lästig wird. Das heißt, die Kraft, das Gebet immer wieder von Neuem und jeden Tag einzuhalten, gewinnt man nur aus dem Glauben. Ist der Glaube nicht da, wird man die Tat auch nicht begehen. Das heißt, Paulus glaubte nicht an den Bund mit Gott über die Beschneidung, obwohl das in den Schriften so verkündet ist. So hätten Adam und Eva auch sagen können, sie glauben nicht daran, dass das jetzt was Besonderes ist, dass sie nur von diesem Baum nicht essen dürfen. Sie hätten sagen können, es ist doch zu vernachlässigen. Ob wir nun den ganzen Garten für uns haben, plus den Baum oder ohne den Baum, was ist das für ein großer Unterschied? Aber es ist ein gewaltiger Unterschied. Denn das zeigt, dass man an Gott glaubt und dass man Gott glaubt und dass man seine Gesetze befolgt, wie Jesus es in den Worten ausdrückt, die er im Auftrag Gottes spricht. Wer Gott liebt, der befolgt seine Gebote. Gott zu lieben bedeutet, seine Gebote zu befolgen, weil die Liebe drückt sich aus in dem Glauben und dem Vertrauen an ihn und in dem Gehorsam. Es ist genauso, wenn ein Vater seinem Kind sagt, wenn dich draußen ein fremder Mann anspricht, dann lauf nicht zu ihm hin. Und die besorgte Mutter sagt, was ist, wenn er es doch tut? Also proben sie den Ernstfall und bitten einen freundlichen Nachbarn, dass man eine Szene stellt, um zu gucken, wie so ein Mann reagiert. Das heißt, es kommt zu der Prüfung. Die Eltern sind sich unsicher. Was geschieht? Und wollen das durch eine Prüfung abklären, wie ihr Kind reagiert. Und nun kommt die Situation. Und wenn das Kind auf den nunmehr bekannten Nachbarn zuläuft, dann wissen die Eltern erst, dass das Kind immer noch nicht verstanden hat, dass man nicht zu Fremden laufen darf. Wir erkennen, so ist der Mensch. So wie Gott uns erschaffen hat. Wir prüfen, um zu wissen. Gott verwendet dieses Gleichnis und sagt, dass er prüft, um zu wissen. Sagt aber, dass er allwissend ist. Es dient uns nur als Gleichnis, dass wir begreifen, das Wissen Gottes umfasst beides. Die Dinge, die geschehen werden, und die Dinge, die geschehen. Das heißt, Gott macht die Dinge sichtbar und damit ist das Wissen komplett. Nämlich die Dinge, ehe sie geschehen, so sieht er sie, wie wenn sie gerade geschehen.
und die Dinge, wenn sie wirklich und tatsächlich geschehen und wir Zeuge darüber sind. Das ist das komplette Wissen. Und Gott umfasst all Wissen. Und wir sind Zeuge über unsere Handlung. Und so werden wir geprüft. Und so wurden wir geprüft und so wird es immer sein. Und die Christen sind der Versuchung erlegen. Bis heute, wenn sie nicht umkehren, verstoßen sie gegen das erste Gebot mit all den Früchten, die daraus resultieren. Dem Götzendienst und das Folgen von anderen Dingen, die nichts mehr mit der Botschaft und der Offenbarung Gottes zu tun haben. Sie haben Gottes Wort verlassen. Und was haben sie dadurch verlassen? Den Befehl, den Jesus im Auftrag Gottes den Christen mitgegeben hat oder den Menschen, die ihm folgen sollen, ja nicht ein Jota aufzulösen. Nicht einmal einen Jota. Und ich habe schon erwähnt, der Teufel hat dann die Christen reingelegt und gesagt, das Gesetz und die Propheten, das ist alles nur die Nächstenliebe, unterschlägt aber die Liebe zu Gott und das erste Gebot, weil sie dagegen verstoßen. Und wenn man sich die Bergpredigt genau durchliest, ist hochinteressant, da sagt Jesus, das, was ihr wollt, was die Menschen, das, was ihr von den Menschen wollt, dass man euch tut, das tut auch den Menschen. Das heißt, das, was ihr von den Menschen wollt, dass sie euch tun, also was ihr von ihnen erwartet, das tut ihnen auch. Das, was du von den Menschen erwartest, das tut ihnen auch. Und dann sagt er, das ist das Gesetz und die Propheten. Nun müsste man sagen, wo ist das erste Gebot? Dass man nur Gott allein lieben soll. Wie kann das sein, dass das jetzt hier unterschlagen wird? Es wird nicht unterschlagen. Denn dann geht es weiter. Dann kommt nämlich die Warnung von den falschen Propheten mit dem Ende und Abschluss dieser Rede, nämlich weil es das Wichtigste ist, ja nicht im Namen Jesu zu handeln. Da haben wir das erste Gebot. Du sollst keine Nebengötter nehmen, auch nicht Jesus. Und auch nicht, egal wenn man dir was auch immer erzählt, ist alles nur Versuchung. Und dieser Versuchung darfst du nicht erliegen, du bleibst bei dem Wort. Nein, erstes Gebot, so wie wenn Adam und Eva bei dem Wort geblieben wären. Nein, wir dürfen nicht von diesem Baum essen, ganz egal, welche Geschichte drumherum erzählt wird. So dürfen wir keine Nebengötter nehmen, ganz egal, welche Geschichte drumherum erzählt wird. Und dann kommen wir tatsächlich zur Wahrheit. Denn wer die Gesetze befolgt, der wird sich logischerweise diesen Gesetzen auch unterwerfen. Der unterwirft sich Gott. Und was heißt Islam? Die Unterwerfung unter Gottes Willen. So wie Jesus gebetet hat, ist das eine Unterwerfung unter Gottes Willen, indem er sagt, dass es geschehen möge, dass der Kelch an ihm vorbeizieht, aber nicht nach seinem Jesu Willen, sondern nach Gottes Willen. Das heißt, auch wenn es bedeutet, dass Jesus dann wirklich dieser Kelch widerfährt, er wirklich gekreuzigt wird, wenn Gott es so will, so fügt sich Jesus. Auch wenn es für ihn schlecht ist, so vertraut er auf Gott, dass es gut sein möge. Aber wenn Gott es will, ihn zu erretten, dann möchte Jesus auch errettet werden, weil dann ist es schlecht, diese Situation zu erleben. Er fügt sich also total Gottes Willen, selbst wenn es gegen seinen Willen geht. Denn Jesus hat den Überlebenswillen in sich, wie jeder Mensch. Wir wollen überleben. Wenn es hart auf hart kommt, wollen wir überleben. Wenn wir nicht schon abgedreht sind und Selbstmord gefährdet, dann haben wir in uns den Überlebenswillen. So hatte auch Jesus durch das Gebet den Überlebenswillen. Lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen. Ja, warum? Um weiter zu leben. Das ist der Lebenstrieb der Geschöpfe, das auch erkennbar macht, dass Jesus keinesfalls Gott ist, sondern ein menschliches Wesen, das leben will, das kein Leid will, das den Schmerz nicht will. Aber diesen Willen unterdrückt, wenn es denn Gottes Wille sein möge, aus welchem Grund auch immer. Das ist die Definition von Muslim. Sich unter Gottes Willen zu begeben, seine Gesetze zu befolgen, zu sagen, nichts da, erstes Gebot bleibt erstes Gebot, egal welche Geschichte erzählt wird. Das heißt, man muss wirklich als ein Diener Gottes sagen, La ilaha illallah,
Und wenn jemand kommt und sagt, ja, eingeborener Sohn und gezeugt und Opfer und was nicht alles für Geschichten, göttlicher Status, nein, ist nicht. Warum? Es gibt nur einen Gott, der angebetet werden darf als der eine Gott. Es gibt keinen anderen Gott. Das heißt, du kannst es dir ganz leicht machen. Gott hat es uns ganz leicht gemacht, aber dafür musst du auf sein Wort vertrauen. Und auch Jesus, der Diener Gottes, der es wiederholt hat, das allerhöchste Gebot, höre, o Israel. Warum sagt er, höre, o Israel? Damit sie es ja nicht vergessen. Was auch kommen möge, höret, dienet Gott allein. Dienet Gott allein, verehret Gott allein. Und er sagt es an so vielen Stellen, ich suche nicht Ehre von Menschen. Aber die Ehre, die von Gott allein ist, die sucht ihr nicht. Die Ehre von Gott allein ist, Gott alleine zu lieben. Und keinen anderen Gott neben ihm zu verehren. Das ist die Ehre Gottes. Beweis, Gott sagt in der Bibel, ich teile meine Ehre nicht mit den Götzen oder mit anderen Göttern. Das heißt, wenn Jesus sagt, die Ehre, die für Gott allein ist, sucht ihr nicht, bedeutet das, ihr habt noch weitere Götter. Und Jesus macht es an vielen Beispielen klar, den Juden gegenüber. Wenn ihr den Mammon liebt, und Gott lieben wollt, das wird nicht gehen. Ihr werdet das eine lieben und das andere hassen. Das heißt, wer den Mammon liebt, wird Gott hassen. Sinnbildlich steht ihm Gott dann im Weg. Jemand, der den Mammon liebt, der das Geld liebt, der wird geizig und dann kommen Gottes Gebote mit dem Spenden natürlich, kommen einem dann störend vor. Das ist nur als Beispiel, nur mal als Gleichnis, um es begreifbar zu machen, dass es dann immer einen Interessenskonflikt geben wird. Das heißt, Gott alleine lieben. Und Jesus macht das an so vielen Beispielen. Was kümmert ihr euch um morgen und übermorgen, was ihr essen sollt? Schaut doch die Tiere. So viele gibt es, die nichts für ihre Versorgung tun und doch werden sie versorgt. Ihr Kleingläubigen, wie sehr werdet ihr dann wohl versorgt? Das heißt, kümmert euch nicht nur um die weltlichen Geschehen, kümmert euch um Gott. Liebet Gott. Erinnert euch seiner Worte. Höre, o Israel, Gott allein. Und kein anderer Gott. Das ist die Ehre, die nur Gott gebührt. Lobpreist den Herrn allein und gesellt ihm nicht bei. Keine Nebengott. Das ist die Wahrheit, die universale Wahrheit. Und wenn man sie verinnerlicht und nichts darauf kommen lässt, hat man keine Chance, im positiven Sinne, in die Falle hineinzutappen von irgendwelchen Geschichten und theologischen Wirrwarr, von Opfertod und von all diesen Geschichten, man wird davon sich nichts annehmen, man wird ganz klar beim Gesetz bleiben. Und was sagt die Bibel? Diejenigen, die beim Gesetz bleiben, sind gesegnet. Und die Bibel sagt, diejenigen, die das nicht beim Gesetz bleiben und es nicht tun, die sind verflucht. Und dabei bleibt es. Denn Gott wandelt sich nicht. Gott ist kein Menschenkind, das ihm gereue. Das heißt, diese Botschaft, wenn Christen glauben, dass die Bibel göttlich inspiriert ist, ist unveränderlich und bleibt. Und diese Richtersprüche Gottes bleiben. Die Richtersprüche Gottes bleiben. Der Fluch bleibt. Wer nicht beim göttlichen Gesetz bleibt, ist verflucht. Jesus wiederholt es. Wer auch nur das kleinste Gesetz auflöst, ist der geringste im Himmelreich, ist verflucht. Und das bedeutet natürlich auch, alle Prophezeiungen, die in der Bibel stehen, dürfen nicht aufgelöst werden. Und so auch nicht die Prophezeiung über das Kommen des Islam. So wie Jesus sagte, der nach mir kommen wird, der wird nicht aus sich reden, sondern was er hört, das wird er sagen. Und das Reich Gottes wird den Juden genommen, unwiderruflich. Und es wurde den Arabern gegeben, die Früchte, das heißt die Anhänger hervorbringen. Alleine nur diese Prophezeiung macht deutlich die göttliche Wahrheit, denn tatsächlich, aus Arabien ist der Islam gekommen und hat die Gottesanhänger hervorgebracht, weltweit, so wie prophezeit. Denkt gut nach, überlegt gut und macht euch darüber ganz, ganz klar, ihr dürft das erste Gebot nicht verstoßen, denn wenn ihr das tut, dann geht ihr auf der Straße der Sünde und verstoßt noch viel mehr Gesetze, ohne es zu merken. Wassalamu alaikum wa rahmatillah an meinen lieben Brüder und Schwestern im Islam und allen anderen,
ein tiefes Nachdenken und effizientes Aufwachen.